Fleischsteuer. Sollte man eine Fleischsteuer einfügen? Es würde recht viele Vorteile haben. Die Leute würden nicht mehr so viel Fleisch essen und werden gesünder leben können. Wir könnten mehr Bioplastik machen aus Getreide. Der Klimawandel würde eingeschränkt werden. Mehr Energie und mehr Platz könnte benutzt werden, da es weniger Tiere geben wird, die den Platz und das Getreide, was am Platz benötigt wird, verbrauchen. Meine Frage ist, wäre so eine Steuer realistisch, zumindest in der EU oder in der USA, wie könnte man es umsetzen? Steuererhöhungen sind keine effektive Lösung. Die Betriebe müssten strengere Auflagen bekommen, damit die Tiere mehr Auslauf und vegane Alternativprodukte müssen günstiger werden. Die sind in der Produktion günstiger, aber im Laden teurer als echtes Fleisch. Außerdem würden Warnhinweise und Bilder von Tieren auf den Verpackungen auch viel bringen. Fleischverzehr verursacht Darmkrebs. Lassen Sie Tiere nicht leiden. Wer sagt, dass Fleisch Darmkrebs verursacht? Kommt wohl aus der Veggie-Esoterik-Ecke. Zucker ist Gift und verantwortlich für Krankheiten. Fleisch verursacht sogar Darmkrebs und Magenkrebs, denn krebserregende Viren enthalten. Zucker ist zwar auch sehr gefährlich, aber kein Krebs erzeugen. Fleisch erzeugt nicht nur Darmkrebs, nein, Fleisch sorgt außerdem für Diabetes, Osteoporose, Arterienverkalkung, Verfettung des ganzen Körpers und man fängt an zu stinken. PS, wusstest du, die Erde ist eine flache Scheibe. Musst du nur die Videos von Vegan und Lecker gucken. Ich habe bestimmt noch eine Menge an Informationen vergessen, aber die können unsere Vegetarier hier auf gute Frage noch ergänzen. Es macht immer die Dosis. Beim Fleisch, beim Zucker, genauso beim Alkohol. Sogar Sport kann ungesund sein. Fleisch begünstigt in der Tat Darmkrebs. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Was die Veggie-Fans leider oft vergessen, das Risiko bei Fleischkonsum an Darmkrebs zu erkranken ist genau 1% höher als bei Vegetariern. Also kein wirklich starkes Argument. Für die Tiere ist es aber um 100% besser, wenn du sie nicht isst. Nützt gar nichts, wenn es kleiner oder die falschen Leute kontrollieren. Diese Grünforderung muss teurer werden, ist ausgemachter Blödsinn. Wie sollen aber Lehrer mit zwei linken Händen Eltern mit Geld, aber ohne Zeit und Verstand Jugendliche so erziehen, dass sie verstehen, worüber sie sich nicht einmal Wissenschaftler im Klaren sind? Ich habe doch gesagt, die Steuererhöhung von Fleisch bringt nichts. Aber pflanzliche Ernährung muss günstiger werden, da sie unnötig teuer ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Abo und ein Like da. Außerdem könnt ihr bei gutefrage.net vorbeischauen.